An 13. Stelle gesetzte Südafrikaner mit amerikanischer Staatsbürgerschaft seit 1982. Johann Krieg war nie in der Lage, die überlegene Nummer 1 des Welttennis Ivan Lendl heute zu gefährden. Krieg konnte im Wesentlichen nur in der zweiten Hälfte des Eröffnungssatzes und zu Beginn von Satz Nummer 2 mithalten. Dann war er mit seinem Latein am Ende. Er hat sehr risikoreich gespielt, aber ganz selten so einen wunderschönen Stopp zustande gebracht wie hier eben. Hat sehr, sehr viele Eigenfehler begangen, im Gegensatz zu Lendl, der gar keine spektakuläre Partie hinlegen musste, für den eine solide, sichere Leistung genügte, um Krieg jederzeit in Schach zu halten. Code, Evert Lloyd und Bassett als Zuschauerinnen auf der Spielertribüne. Morgen ist ja Damentag, das Damenfinale, Evert Lloyd gegen Navratilova. Die Nummer 1 Navratilova, diesmal in der Rolle der Herausforderin. Großartig, haben Sie gesehen, dieser Rückhand-Passierball. Und das bei sehr unwirtlichen äußeren Bedingungen, wo man nicht zu präzise spielen durfte, starker Wind war, kalt war es, zeitweise nur 11 Grad. Für Krieg, wie er nachher sagte, zu kalt, er wohnt ja jetzt in Florida, verlor den ersten Satz mit 2:6, führte im zweiten 1:0 und dann gab er 12 Games hintereinander ab. Ivan Lendl beherrschte ihn gegen Schluss nach Belieben und meinte bei der Pressekonferenz nachher nur, ich hätte gern etwas länger gespielt an sich im Hinblick auf das Finale, aber andererseits bei diesen Bedingungen bin ich froh, dass ich das Semifinale so schnell hinter mich gebracht habe.